Der TikTok-Star Jake lernt Taylor kennen. Es ist schön, einen Menschen zu haben, der ihn wirklich mag. Die Frau hat ihn echt am Haken. Hunderte von Taylor Hollins. Das wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Da sind drei Leute drin. Da kommt jemand auf uns zu. Hast du das mit der Besen-Challenge mitgekriegt? Das war gestern das Thema auf Twitter. Lauter Besen, die von allein aufrecht stehen. Versuchen wir es? Ja. Wir brauchen einen Besen. Der hier sollte gehen. Ist das spannend? Nur nicht aufgeben. Vielleicht klappt es. Ist das irre? Ich hab's doch gesagt. Ist das abgefahren? Das ist cool. Anyway, wenn wir Besen balancieren können, können wir alles. Diesmal haben wir keine Mail, sondern eine TikTok-Message. TikTok? Auf TikTok? Echt? Ja. Wow. Ich heiße Jake und bin 18. Oh, wie süß. Ich lebe in der Nähe von Nashville und wollte euch fragen, ob ihr mir helfen könnt. Es geht um Taylor, ein Mädchen, das ich online kennengelernt habe. Sie hat mich angeschrieben, weil wir uns angeblich von einer Convention kennen, aber ich kann mich nicht erinnern. Sie ist sehr hübsch. Wir haben angefangen zu chatten und sie schien sich wirklich für mich zu interessieren, was in diesem Business nicht so oft passiert. Aber es gibt ein paar Sachen, die mir Sorgen machen. Vor allem ist der Bildschirm immer schwarz, wenn wir FaceTime. Echt seltsam. Schließlich wollte sie mich sogar aus Louisiana besuchen kommen, worauf ich mich total gefreut habe. Aber dann ist sie 2 Wochen hier und hat mich komplett geghostet. Das war auch sehr seltsam. Meine Freundin Emily meint, sie wäre ein Catfish und ich sollte sie vergessen. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gern wissen. Also ruft mich auf Skype an. Das wäre echt toll. Vielen Dank. Er hat 400.000 Follower bei TikTok. Und es gibt viele Dance-Moves, die ich lernen will. Die TikTok-Kids sind die Sieger und ich will dabei sein. Rufen wir Jake an. Okay. Hallo. Läuft doch. Im Gehen. Er weiß, wie man das Ganze interessant macht. Und im Auto. Der Profi. Was geht ab mit TikTok? Verdienst du damit schon Geld? Im Moment bekommen die Kreativen bei TikTok nur was auf Basis von Spenden. Ich poste aber auch Videos, in denen ich Produkte unterbringe. Dafür kriege ich dann Geld. Das machst du? Ja, klar. Erzähl mal von diesem Mädchen. Ist sie jetzt deine Freundin? Jein. Eine Fernbeziehung ginge für mich nur, wenn wir uns schon mal live getroffen hätten. Aber ich will definitiv mehr von ihr. Ihr kennt euch von TikTok, ja? Von Instagram. Da ging's los. Ja, vor 8 Monaten. Sie meinte, wir würden uns von einer Convention kennen. Und dann kam sie gleich auf Geld zu sprechen. Also, sie wollte mir Geld schicken. Wofür? Also, nicht so ungut. Für gar nichts. Was hast du geantwortet? Nein, danke. Echt? Ich fand das zu schräg. Hat sie das wieder versucht? Sogar ziemlich oft, ja. Und bist du dann darauf eingegangen? Eigentlich nicht, aber dann ist eines Morgens plötzlich Geld auf meinem Konto. Das ist echt verrückt. Was kannst du uns noch von Taylor erzählen? Sie ist 24 und immer für mich da. Und sie ist wahnsinnig lieb dabei. Außerdem versteht sie mich und versucht vor allem nicht, mich auszunutzen. Also das heißt, meinen gewissen Status, was viele Leute tun. Na klar. Sie lebt in Louisiana? Ja, genau. Aber sie war in Nashville und hatte nicht vor, dich zu treffen? Doch, wir wollten uns treffen. Das war alles abgesprochen. Aber vor Ort hat sie mich dann geghostet und meine Freundin Emily meinte, dass sie ein Catfish ist. Krass. Ist sie auch bei TikTok? Ja. Du hast sie also noch nie live getroffen? Ich habe Emily schon mal auf einer Convention gesehen. Etwa auf derselben Convention wie Taylor? Ja. Aha. Sehr interessant. Wäre es möglich, dass du dich in Taylor verliebst? Wenn sie wirklich echt ist, wäre ich gern fest mit ihr zusammen.
Gut, wir werden dich in Nashville besuchen. Und dann werden wir den Fall klären. Sehr gut. Ciao. Sympathisch. Unbedingt. Und obendrein ein hoffnungsloser Romantiker. Ja. Ihr werdet euch gut verstehen. Das heißt, Nashville, wir kommen. Ich habe Bedenken, und zwar von Anfang an. Das Ganze ist komisch. Irgendwas hat er ausgelassen, aber ich will alles wissen. Er wohnt nicht gerade in einer Slum-Gegend. Hier muss es sein. MTV Cribs, aufmachen. Hi. Ihr seid's tatsächlich. Na klar. Schön, euch kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ich bin Jeff. Neve, das ist Kami. Freut mich sehr. Ich bin Dawn. Das ist Elizabeth, Jakes Schwester. Kommt doch alle rein. Vielen Dank. Schön hier. Und wo ist Jake? Der ist oben. Er hat Stubenarrest, alles klar. Ich bin Kami, freut mich. Hallo. Das ist Neve. Freut mich sehr. Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Viel Erfolg. Danke. Alles Gute. Jetzt will ich sehen, wie TikToker so ticken. Alexa, Licht an. Sehr rot. Hier wird gezaubert. Am TikTok-Pult. Im Büro. Das Kameralicht? Gib alles, Neve. Ja, los. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Wir wollen Renegade. Damit reißt du es aber nicht. Nee, sorry, da sehe ich keine Perspektive. Der Zug ist für mich abgefahren. Ja. Aber jetzt zum Thema. Gemütlich. Erzähl noch mal, wie es angefangen hat. Wir kennen nur die Kurzversion. Taylor hat mir Direktnachrichten auf Instagram geschickt und meinte, wir hätten uns die Woche davor auf einer Social Media Convention kennengelernt. Sie fand mich süß und dann hat sie mir auch gleich schon Geld angeboten. In der ersten Nachricht? In den ersten Minuten. Ich fand das eher, naja. Ist dir das schon mal passiert? Nein. Dann habe ich ihr Profil angeschaut und fand sie sehr attraktiv und nett. Wir haben Nummern getauscht und seitdem reden wir. Aha. Irgendwann meinte sie, sie würde mich besuchen kommen. Und als es soweit war, habe ich hier 2 Stunden auf sie gewartet. Bis eine Message kam, euer Haus ist ja der Hammer. Und ich so, bist du hier vorbeigefahren? Und? Sie hat mir unser Haus beschrieben und dann war sie weg. Die Aktion kapiere ich nicht. Sie behauptet das. Ja, stimmt. Gab es einen Grund? Weihnachten zu Hause sein. Warst du nicht sauer? Na und wie? Ich war total sauer. Und dann? Ich habe Weihnachten die ganze Zeit mit der Familie verbracht und das Handy weggelegt. Aber am letzten Abend rief sie dann an und hat total besoffen rumgeschrien. Sie meinte, sie will mir meine Karriere versauen. Warum? Wegen 2 Tage Funkstille. Oh nein. Sonst noch was? Dass sie Leute bezahlen wird, um mich im Netz zu entlarven. Wieso entlarven? For what? Hat sie irgendwelche verfänglichen Infos über dich? Nein. Wie ging das weiter? An dem Abend habe ich ihr gesagt, dass ich ein paar Tage brauche, um das zu verarbeiten. Aha. Ich musste erst wieder Vertrauen fassen und eine Woche später haben wir weitergeredet. Du nimmst ziemlich viel hin. Was ist so toll an dieser Frau? In den letzten Monaten hatte ich mit vielen Leuten zu tun, die mich irgendwie benutzen wollten. Und wenn einen dann jemand einfach so gern hat, auch wenn sie eine Drama-Queen ist, scheint sie mich sehr zu mögen. Aber sie beansprucht deine Zeit. Hast du noch mit anderen Mädchen geredet? Nicht wirklich. Sagt ihr, ich liebe dich? Ja, deswegen ist sie ja nach Nashville gekommen, damit wir uns sehen. Okay. Zeigst du sie mir? Ja. Ich bin gespannt. Okay. Taylor Holland. Die Frau zeigt Brust. Und Gesicht. Ich habe das Gefühl, das Gesicht gehört nicht unbedingt zu dem Körper. Stimmt, alle Bodyshots zeigen kein Gesicht. Auf dem Bild ist jemand abgeschnitten. Ein bisschen suspekt ist das schon. Aber was hat dich konkret veranlasst, uns zu kontaktieren? Ich habe Emily auf derselben Convention getroffen, wie angeblich auch Taylor. Ach. Und vor etwa 3 Wochen meinte Emily, dass Taylor ein Catfish ist. Woher weiß sie das? Irgendjemand im Freundeskreis hat ihr das verraten. Ein seltsamer Zufall. Nicht, wenn Emily Taylor ist. Ja, das ist echt schräg und wirklich verdächtig. Aber ich möchte gern, dass sie echt ist. Und ich glaube das nicht. Sie ist dir sehr wichtig. Ja.
Wichtig genug, um trotz der Fragezeichen und Alarmsignale dran zu bleiben? Ja. Gut, dann fangen wir gleich morgen früh mit der Recherche an. Cool. Danke. Mach's gut. Klar. Gut. Schön, dich kennenzulernen. Bis bald. Ja. Das eigentliche Problem ist, als TikTok-Star weiß er überhaupt nicht mehr, wer wirklich ein Freund ist. Und da kommt Taylor ins Spiel. Aber sie verfolgt auch eine Agenda. Er hat irgendwie Angst vor ihr. Die Frau hat ihn echt am Haken. Die hat ihn richtig stramm eingewickelt. Morgen. Yo! Halt! Wo bist du? Komm raus! Ich werde nicht gern erschreckt. Ich dachte erst, was für eine komische Gardine. Na denn. Der 18-jährige Jake geht ab bei TikTok, lernt die 24-jährige Taylor bei Instagram kennen. Angeblich hatten sie sich vorher bei einer Convention gesehen und fangen an zu reden. Aber als Jake seiner guten Freundin Emily von Taylor erzählt, zieht Emily die Notbremse und sagt ihm, was, Taylor Holland? Die ist ein Catfish, die ist nicht echt. Könnte Emily Taylor sein? Die Möglichkeit sehe ich auch. Oder sie will ihn nur dazu bringen, dass Jake den Kontakt zu ihr abbricht. Ja. Jake hat uns geschrieben. Taylor hat die ganze Zeit dieselbe Nummer mit Louisiana-Vorwahl benutzt. Das ist ihr Insta-Profil. Dazu noch ein paar Fotos von ihr. Hier auch die Telefonnummer von Emily. Erst die Nummer suchen. Boom. Das Alter? 46. Shady Lane. Müssen wir noch weiter suchen? Der Catfish wohnt in der Zwielichtgasse. Da sollten alle Catfische wohnen. Aber es gibt noch mehr Treffer. Zwei Leute hängen mit der Nummer zusammen. Ein Israel sowieso und ein Troy. Was? Merkwürdig. Wir bekommen drei komische Ergebnisse für eine Nummer. Ich glaube, das führt zu nichts. Ja. Mir wird so warm. Weg damit. Es ist heiß in der Zwielichtgasse. Und wie? Aber jetzt zu den Bildern. Sieht aus wie eine Bloggerin, der ich folge. Ja, stimmt. Checken wir mal die anderen Bilder. Nein. Nein. Los. Das führt auch zu nichts. Suchen wir sie mal bei Facebook. Taylor Holland, Louisiana. Viele, aber nicht unsere. Und sehr viele davon ohne Profilbild. Ja, das ist merkwürdig. Taylor Holland scheint ein beliebter Name zu sein, um leere Profile zu erstellen. So viele Profile zu einem Namen. Hunderte von Taylor Hollands. Das wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir sollten diese Emily anrufen. Hey Emily. Hallo Emily, Neve von Catfish hier. Catfish. So, let's assume we don't hear from Emily. Nehmen wir an, Emily meldet sich nicht. Was können wir noch tun? Gibt es Möglichkeiten, mit Jakes Angaben weitere Infos zu Taylor herauszufinden? Der digitale Steckbrief. Ja. Du machst Twitter. Ich die Insta-Stories. Und du Instagram. Kennt jemand diese Frau? Bitte schickt uns ihre Adresse. Kennt eine meiner Bloggerfreundinnen diese Frau? Bitte ihr Profil verlinken. Und ab. Ich schick auch los. Cool. Das sollte ziemlich schnell rauskommen. Ja, das ist spannend. Wir sollten das öfter machen. Ja, das ist völlig genial. Warte mal, da kommt was. Eine Antwort? Jemand tippt was, ist aber noch nicht da. Von meinen Blogger-Mädels haben drei geantwortet. Denen ist unsere Taylor auf den ersten Blick nicht bekannt. Nein! Ich folge dieser Frau, das ist Jenny. Auf Instagram folgt sie ihr? Ja, hat mir gerade jemand geschrieben. Wir haben sie gefunden. Das ist sie! Ja, eindeutig. Danke, Captain Sunshine, super. Kennst du die Frau? Die habe ich noch nie gesehen. Völlig unbekannt, die Frau. Wir müssen dieser Jenny unbedingt schreiben. Das sollte ja über ihre Seite klappen. Das beweist, dass die Frau von den Bildern nicht Taylor ist. Aber mit wem Jake wirklich redet, wissen wir deshalb noch nicht. Whoa, hello.
Hallo, Neve. Du hast mir gerade geschrieben? Hey, Jenny. Wow. Danke, dass du dich so schnell meldest. Sehr gern. Könnten wir vielleicht FaceTime? Klar. Hey! Das ist Cammy hier. Freut mich, Jenny. Kennst du die Sendung? Na klar. Wir helfen einem Jungen aus Nashville, der seit 8 Monaten Kontakt mit einer gewissen Taylor aus Louisiana hat, die für ihr Insta-Profil deine Bilder benutzt. Hat dich schon jemand darauf hingewiesen? Ja, und ich weiß natürlich nicht, wer das ist, aber Leute haben mir gemessaged, dass da jemand meine Bilder klaut. Kennst du die Seite? Nein, kenne ich nicht. Ich zeig dir mal die Seite von dieser Taylor Holland. Bist du das? Hast du das gepostet? Nein, sowas poste ich nicht. Aber das da bin ich. Aha. Kennst du einen Jake aus Nashville? 18? Nein, ganz bestimmt nicht. Das muss alles sehr unschön sein. Ja, sehr. Es geht ja auch schon länger. Verdammt, das ist der Preis, wenn man so aussieht. Ja, leider. Echt hart. Wir werden deinen Bilderdieb fassen. Danke, Jenny. Ciao. Ich danke euch. Jetzt haben wir handfeste Beweise. Sagt Emily die Wahrheit und sie hat nichts damit zu tun? Es gibt viele Fragen. Wir müssen mit Jake reden und überlegen, wie wir weiter vorgehen. So sieht Taylor nicht aus. Guck mal, da ist er. Sehr gut. Wir fahren in ein nettes kleines Café in der Nähe. Nichts wie rein da. Wir möchten dir zeigen, was wir herausgefunden haben. Cool. Die Telefonnummer, die du von Taylor hast, führt zu einer 46 Jahre alten Person, die in der Zwielichtgasse wohnt. Außerdem läuft die Nummer noch auf 2 weiteren Namen, was nicht angehen kann. Aber die Ergebnisse der Suchmaschine sind mitunter falsch. Aha. Dann haben wir Taylor Holland bei Facebook gesucht und dort hunderte von Profilen mit diesem Namen gefunden. Und obendrein ganz viele Geisterprofile, die überhaupt keinen Inhalt haben. Ich weiß nicht, ob so viele Leute so heißen oder ist der Name einfach sehr beliebt, um leere Seiten zu erstellen. Das wirkt jedenfalls wie ein Taylor Holland Friedhof. Dann haben wir Emily angeschrieben, aber noch nichts von ihr gehört. An diesem Punkt wurde das Ganze wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir haben zuletzt etwas gemacht, was wir normalerweise nicht tun. Wir haben ein Bild von Taylor genommen und gefragt, Cammy bei Instagram und ich bei Twitter, ob jemand diese Frau kennt. Innerhalb von 5 Minuten meldete sich jemand, der ihr auf Instagram folgt, und hat uns ihren Insta-Namen gegeben. Das ist sie. Jenny. Kennst du die? Ja, das sind ihre Bilder. Deine Taylor, ganz eindeutig. Und wir hatten mit dieser Jenny einen Videochat. Ja. Du hast mit einer Frau gesprochen, die die Bilder dieser Frau benutzt. Mist. Das heißt, sie hat mich die ganze Zeit belogen. Das mit eurer Begegnung bei der Convention könnte auch gelogen sein. Stimmt. Es tut uns leid, dass wir die Überbringer der schlechten Nachricht sind. Jetzt bleibt uns nur noch Taylor selbst. Wollen wir sie kontaktieren? Ja, mach. Hallo? Taylor, richtig? Ja. Hier ist Neve von der Sendung Catfish. Wir sind hier bei Jake in Nashville und würden gern helfen, dass ihr euch endlich treffen könnt. Ja. Wir überlegen jetzt, wie wir das hinkriegen. Wo wohnst du? Louisiana. Das ist ein großer Staat. Wo genau? Da und dort. Und können wir uns da treffen? Darf ich erst mal überlegen, bevor ich dir darauf antworte? Was empfindest du für Jake? Ich muss jetzt los. Tut mir leid. Ich hoffe, Jake geht es gut. Ich muss jetzt. Tut mir leid. Natürlich. Der Sohn-Scheiß kommt da klar. Wie krass. Ihr fiel nicht mal mehr der Name einer Stadt ein. Die lebt nicht da. Ja. Okay, sie weiß, was wir wollen. Jetzt ist der Ball bei ihr. Halt die Augen auf und wir sprechen uns morgen wieder. Das war's.
Taylor. Whoa. Sehr interessante Wendung. Eine Message. Von wem? Rate mal. Taylor? Ja, hör dir das an. Ich könnte in 2 Stunden da sein. Treffen wir uns bei Jake zu Hause? Dass sie sich bei Jake zu Hause treffen will, finde ich. Wie sagst du immer? Schräg? Schräg. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn wir uns auf neutralem Boden treffen. Neutral. Dann sollten wir jetzt dahin fahren. Sie antwortet. Klingt gut. Okay, dann tun wir es jetzt einfach. Da sehe ich ihn schon. Hallo. Hallo, Jake. Taylor hat uns geschrieben. Bin in 2 Stunden da. Was? Wir fahren in einen Park. Gut. Wir treffen jemanden. Stimmt. Fragt sich nur wen. Dann warten wir mal auf sie. Let's go wait for her. Ist da jemand? Das gefällt mir. Man kann sehen, wer kommt. Vielleicht verarscht sie uns nur und ist gar nicht in der Gegend. Wird langsam Zeit, dass sie kommt. Na, hoffentlich. Seht ihr? Ein Auto. Wo? Ist sie das? Zu dritt. Ja, die sind zu dritt. 3 Mädels. Aber der Wagen hält hier. Und da kommt definitiv jemand auf uns zu. Und kommt rein. Ach du Kacke. Oh, Scheiße. Ein Auto. Wo? Zu dritt. Ja, die sind zu dritt. 3 Mädels. Aber der Wagen hält hier. Hier. Oh, fuck. Und da kommt definitiv jemand auf uns zu. Und kommt rein. Rein. Die Stimme kenne ich. Hallo. Neve, freut mich. Ich bin Amanda, freut mich auch. Amanda, okay. Amanda. Cammy. Freut mich. Gleichfalls. Den kennst du. Jake. So. Und Taylor, bist du? Ich bin sehr nervös. Das verstehe ich. Wo kommst du jetzt her? Louisiana. Das ist weit weg. 8 Stunden mit dem Auto. Bist du gefahren? Wow. Wer sitzt da noch in dem Wagen? Ihr seid zu dritt. 2 gute Freundinnen. Emily auch? Emily kenne ich nicht. Du kennst sie nicht und sie hat auch nichts hiermit zu tun. Sie hat Jake gesagt, dass du ein Catfish bist. Woher weiß sie das? Es gibt Leute, die wissen, dass das ein Fake-Profil ist. Aber die Kommentarfunktion ist aus. Okay. Wir versuchen, das Ganze zu verstehen. Zuerst möchte ich mich mal entschuldigen. Es tut mir leid. Ich hatte einfach nicht gedacht, dass Jake mit mir, so wie ich bin, reden würde. Ich bin sehr unsicher wegen meines Aussehens. Wer bist du in echt? Ich bin 24. Du bist 24? Und ich habe vor über 4 Jahren mit dem Catfishen angefangen, weil ich in der Highschool gemobbt worden bin. Ich hatte deswegen sogar Hausunterricht. Und viele Freunde habe ich eh nicht. Das war meine Situation, als ich damit anfing. Ich weiß, dass das falsch war. So findet man auch keine Freunde. Klar, in der Highschool hat dir das vielleicht geholfen, diese schlechten Erlebnisse und Gefühle wegzudrücken. Aber danach hattest du jetzt einige Jahre, um damit aufzuhören. Ich begreife nicht, wo das Ganze für dich eigentlich hinlaufen sollte. Wir hatten schließlich Gespräche über Vertrauen und wie unglaublich wichtig das für mich ist. Trust, massive thing for me. Verspielt man das Vertrauen, ist es echt schwer, das wiederzukriegen. Warum versuchst du nicht mal, als du selbst mit jemandem zu reden? Du hast recht. Warum Jake? Wir hatten uns im Oktober bei einem Event getroffen. Es gab eine Party in meinem Hotelzimmer und ich habe das Taylor-Profil benutzt, um ihn einzuladen. Und er war auch da.
Ihr seid euch begegnet? Kannst du dich jetzt an sie erinnern? Ganz vage. Ich verstehe das nicht. Warum freundest du dich mit Teenies an, schmeißt Fake-Partys für sie und schickst ihnen Geld? Mir fällt es schwer, mit Leuten zu reden. Suchst du echte Freundschaften mit ganz normalen Leuten oder geht's um Leute mit vielen Followern, mit denen du damals in der Highschool gern befreundet gewesen wärst? Ich stimme Kami zu. Das wirkt, als wärst du mental immer noch in der Highschool und versuchst, die Zeit anders zu erleben. Irgendwie schon. Warst du mal in Nashville, während ihr Kontakt hattet? Nein. Sein Haus kanntest du von Google Maps? Okay. Jake meinte, dass du wohl mindestens einmal richtig wütend auf ihn warst und durchaus aggressiv geworden bist. Stimmt das? Ja, aber da ist noch was passiert, worüber ich hier lieber nicht reden möchte. Er erzählte uns was von Erpressung. Das stimmt, aber mir ist klar geworden, dass es falsch von mir war, das mit ihm zu machen, und ich habe mich dafür entschuldigt. Das habe ich. Das sollten wir jetzt genau erklären. Womit wolltest du ihn erpressen? Was ist so schwerwiegend, dass es seine Karriere zerstören könnte? Darüber möchte ich jetzt wirklich nicht reden. Ich weiß, dass das alles sehr heftig ist. Und es gibt sicher noch einiges zu bereinigen. Insofern sollten wir uns morgen wieder treffen, wenn das in Ordnung ist. Das passt. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Mach's gut. Dir auch. Ciao, Jack. Was war denn das jetzt gerade? Was meint sie? Ja, was? Es muss irgendwas mit ihrem Erpressungsversuch zu tun haben. Hast du sie davor irgendwie verletzt? Keine Ahnung. Anscheinend hat sie irgendwas Krasses gegen dich in der Hand. Hallo? Hey, Amanda. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, aber hier ist Chelsea, eine ihrer Freundinnen. Alles klar, Chelsea, kein Problem. Amanda hat uns von gestern erzählt und ich glaube, ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Das Gefühl hatten wir auch schon. Bist du bei ihr? Ja. Können wir uns treffen? Das wäre gut. Schick uns die Adresse, wir kommen vorbei. Danke. Wir danken dir. Amanda hat uns nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich will antworten und zwar sofort. Hi. Hallo. Kommt gerne rein. Chelsea, ja? Ja, freut mich, euch kennenzulernen. Oh, ihr seid zu dritt. Hallo. Die drei aus dem Auto gestern. Und du bist? Kelsey, hallo. Freut mich. Jetzt verstehe ich. Seid ihr Zwillinge? Nein, die kenne ich nicht. Die ist mir vom Kreißsaal nachgelaufen. Hör auf. Mom wollte sie behalten. Verrückt. Hi. Wie geht's dir heute so, Amanda? Gut. Ihr seid echt witzig. Du hast tolle Freundinnen. Stimmt. Wir sind hier, weil gestern noch einige Dinge etwas unklar geblieben sind. Ich wollte Jake nicht schlecht dastehen lassen wegen der Sachen, die er mir angetan hat. Aha. Scheiß drauf. Das hier ist ein Safe Space. Deine Freundinnen sind da, wir sind ganz offen. Und du hast das Recht, deine Sicht darzustellen. Dann frage ich mal. Du hast gestern gesagt, dass es da etwas gäbe, worüber du nicht sprechen wolltest. Möchtest du da immer noch nicht drüber reden? Doch, das möchte ich. An Heiligabend hat Jake mich angerufen und war total panisch, weil er kein Geld hatte, um seiner Familie Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und weil er so nicht nach Hause kommen konnte, habe ich ihm $300 geschickt. Er meinte dann, er würde mich von zu Hause anrufen, aber das hat er nie gemacht. Und da wurde ich sauer und habe ihm gesagt, dass ich die Geschichte öffentlich machen werde, denn ich hatte das Gefühl, dass er mich abzockt. So hat uns Jake die Geschichte nicht erzählt. Und gerade neulich hat er Amanda um wie viel? $600 gebeten für ein neues Handy. Aber Amanda sagte, sie hat nur 300. Da meinte er, schon okay, schick rüber. Er hat sie öfter angepumpt und sie hat abgelehnt. Ja. Viele Male und er hat ihr Schuldgefühle gemacht, weil sie ihm kein Geld schickt.
Er wollte Geld? Einmal fragte er nach $300 für die Kaution für einen Freund. Wie kann man Amanda sowas überhaupt fragen? Aber hat er auch Geld verlangt? Er hat mich ein paar Mal angerufen und mich gebeten, ihm was zu essen zu ordern. Ich habe so Hunger, Schatz. Kannst du mir nicht was bestellen? Und das habe ich dann gemacht. Warum gehst du darauf ein? Dadurch versteht man sehr viel besser, warum du wütend warst. Denn in seiner Geschichte kam der Part nicht vor. Und ich will ihn jetzt nicht verteidigen, aber das mit dem Geld schicken kam ursprünglich von dir? Stimmt. Es war nicht in Ordnung von Jake, aber der Punkt ist doch, wenn du ihm das mal angeboten hattest, wird es schwierig, ein andermal zu sagen, du nutzt mich aber aus. Ja. Du hast zugelassen, dass es so kommt. Man muss unterscheiden können, wer ein echter Freund ist und wer nicht. Es geht mehr darum, dass jemand da ist. Aber du hast echte Leute hier. In unserem Gespräch gestern schien es so, als hättest du überhaupt keine Freunde und niemanden, an den du dich wenden kannst. Du hast zwei Freundinnen, die 7 Stunden mit dir gefahren sind, um einen TikTok-Teenie zu treffen. Vergiss Jake. Schick ihm nichts mehr. Nie mehr. Und auch keinem anderen. Investier in dich selbst. Gestern hättest du dich wahrscheinlich besser nicht so klein gemacht. Klar, du hast ihn belogen und das war nicht in Ordnung. Aber genauso wenig in Ordnung war, dass er dich schlecht behandelt hat. Ja. Ich habe große Schwierigkeiten, mich dazu behaupten. Warum ist das so? Warum meinst du, dass du es verdient hättest, so behandelt zu werden? Ich bin viel zu Hause und gehe kaum raus. Ist das Homeschooling der Grund dafür? Ich bin mit einem Wirbelsäulenschaden geboren worden. Die Ärzte meinten damals, ich würde nicht größer als 1 Meter und könnte nie laufen. Noch heute gehe ich manchmal so. Deswegen wurde ich auf der Straße und in der Schule ausgelacht. Das wurde irgendwann zu viel für mich. Ich weiß gar nicht richtig, wie man Freundschaften schließt. Und ich schätze, ich bin es einfach gewohnt, Leute zu bezahlen. Denn genau das habe ich seit der Highschool immer gemacht. Ich bin überzeugt, dass so etwas das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen beschädigt. Das hat es auf jeden Fall schlimmer gemacht. Ich meine, echte Freundschaften gar nicht verdient zu haben. Das ist prägend. Das ginge jedem so. Was machen wir jetzt mit Jake? Wenn du dazu bereit wärst, halte ich es für eine gute Gelegenheit, dass du mal Klartext redest und ihm sagst, okay, ich habe Mist gebaut, aber ich habe auch das Gefühl, dass du mich ausgenutzt hast. Das muss er wissen. Ich stehe zu meinen Fehlern. Jetzt ist er dran. Ja. Dann fahrt ihr doch in das Café, wo wir die Recherche gemacht haben, und ich hole Jake ab. Klingt gut. Schön, dass ihr da wart. Ciao. Das wird dein Tag. Du wirst dich nicht klein machen. Heute sprichst du das letzte Mal mit ihm. Da muss alles raus, wenn du ohne Reue gehen willst. Ja. Da ist er schon. Hey. Was, Cammy? Cammy went with Amanda. Die ist schon mit Amanda in dem Café, wo ich gerade hinfahre. Heute Morgen haben wir schon mit ihr gesprochen und da gibt es noch einiges, was wir klären sollten. Ist ja ganz toll. Alright. Können wir? Ja. Hallo. Da seid ihr ja. Geschafft. Setzt euch. Okay. Yesterday was about Amanda. Gestern ging es ja darum, dass sich Amanda ihrer Verantwortung in dieser Beziehung stellt. Aber seit heute wissen wir, dass du, Jake, uns nicht alles erzählt hast. Es gibt da noch ein paar Dinge, die Amanda dir sagen möchte und sagen muss, was die ganze Geschichte angeht. Ich habe sehr das Gefühl, dass du mich nur ausgenutzt hast. Du hast mich angerufen, wenn du was zu essen bestellen wolltest. Aber sobald du das Geld hattest, hieß es immer nur, super, ich rufe dich später an. Aber das hast du nie getan. Du hast mich auch gebeten, dir Geld zu schicken, um einen Freund aus dem Knast zu holen. Das ging einfach zu weit. Darum habe ich das Gefühl, dass ich nur für Essensbestellungen und Geldsendungen gut war. Das hat mich sehr verletzt.
Und ich glaube, ich verstehe es einfach nicht. I guess I just don't understand. Und wir auch nicht. Uns hast du erzählt, du warst Weihnachten zu Hause und hast das Handy weggepackt, bis sie irgendwann durchgedreht ist. Aber bei ihr sieht der Ablauf anders aus. Du hättest sie Heiligabend tagsüber völlig panisch angerufen, weil du kein Geld für Geschenke hättest und sie hätte es dir geschickt. Und du ghostest sie. Da fühlte sie sich ziemlich scheiße. So war das nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist ihre Version. Und es gibt immer mehrere Versionen. Aber nach dem Gespräch mit Amandas Freundinnen sieht es so aus, als hättest du Dinge von ihr verlangt und wärst sauer geworden, wenn sie diese nicht geliefert hat. Mhm. Sie hat das Gefühl, dass eure Beziehung sehr einseitig war. Und da stimme ich ihr zu. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Du kannst nicht Leuten Geld anbieten und dich dann aufregen, wenn Leute von dir Geld erwarten. Aber trotzdem ist sie ein echter Mensch, mit echten Gefühlen. Es ist verständlich, dass dich das verletzt hat und du sauer wurdest. Sorry. Entschuldigt bitte. Hier könnt ihr beide etwas lernen, denn das ist ein Scheißgefühl. Und so wie es nicht okay ist, ausgenutzt zu werden, ist es auch nicht okay, wenn man es Leuten erlaubt, einen auszunutzen. Ja. Ich habe den Eindruck, dass du die ganze Zeit im Grunde eigentlich wusstest, dass diese Beziehung mit Taylor niemals zu irgendetwas führen würde und dass sie wahrscheinlich auch nicht die Frau ist, für die sie sich ausgibt. Was ja stimmt. Und das hast du ausgenutzt. Ja. Und du solltest jetzt in der Lage sein zu sagen, ich habe nur weiter mit dir geredet, weil du mir Zeugs geschenkt hast. Kriegst du das hin? Ja, das kriege ich hin. Gut. Du hast recht. Ich habe Scheiße gebaut. Ich sehe jetzt, dass du nicht nur ein Profil im Netz bist. Und du bedeutest mir was. Und das hast du immer. Ich will nichts kleinreden und ich entschuldige mich aufrichtig bei dir. Gut, das nehme ich an. Wir lernen alle dazu an diesem Tisch. Und es war absolut nicht alles fake. Es war schon auch Freundschaft. Und vielleicht eine Freundschaft, die andauern könnte, wenn ihr das wollt. Natürlich brauchen wir beide jetzt etwas Zeit. Aber eine Freundschaft wäre durchaus möglich. Sicher. Ohne Zwang. All right, look. Das Leben geht weiter. Ihr seid beide sehr jung und habt eine vielversprechende Zukunft vor euch. Es war gut, dass du hergekommen bist, um reinen Tisch zu machen. Und hoffentlich fühlst du dich nicht mehr genötigt, jemand anders zu sein, um mit anderen Kontakt zu haben. Ja. Amanda. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Gute Rückreise. Das war gut. Fand ich auch. Have a safe drive. Gute Fahrt. Wir sehen uns bei TikTok, ja? Hey, nicht von Kami. Was sind die Nachwirkungen der Amanda-Situation? Wir hatten einen Videochat und haben uns echt gut unterhalten. Wurde sie von dir ausgenutzt? Ja, und ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich werde ihr das Geld zurückzahlen. Gut, so wird man ein besserer Mensch. Mach's gut, Jake. Ja auch. Hey. Hallo, ihr zwei. Du siehst richtig gut aus. Ja. Danke. Du hast mit Jake gesprochen? Ja, das erste Mal seitdem. Per FaceTime. Ist das Taylor-Profil noch am Start? Es ist noch da, aber nicht aktiv. Schritt für Schritt? Ich weiß jetzt, dass ich so sein muss, wie ich bin und Menschen brauche, die das lieben. Leuten Geld zu geben, damit sie deine Freunde sind, ist vorbei? Habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Ich mache Fortschritte. Gut so. Das freut mich sehr für dich. Viel Glück. Euch auch. Bye. Bye. Bye, Amanda.